Simsalabam! Wir sind wieder da und ich habe ziemlich toll gespeichert letztes Mal. Nämlich gar nicht. Zumindest ziemlich lange nicht. Und deswegen sind wir wieder hier. Das heißt, wir dürfen nochmal irgendwo Kacke aufsammeln. Und zwar da hinten. Aber da wir ansonsten eh nur kleine Liedchen angehört haben und uns die Gegend, naja, in uns aufgenommen haben. Naja, ihr wisst schon, eigentlich haben wir nur in der Gegend rumgestarrt und Scheiß aufgehoben. Jupp. So weit waren wir letzte Woche auch. Irgendwo vielleicht noch Medipacks. Ja, da hinten glaube ich sogar. Egal, da kommen wir wieder hin oder auch nicht. Ich hoffe mal, ich brauche nicht noch mehr. Und ich glaube, eine von diesen Türen haben wir auch geöffnet irgendwie. Naja. Jetzt gehen wir mal da rein. Ich weiß nicht, darauf habe ich jetzt einfach mal Lust. Oh, jawohl. Hier waren wir doch. Da geht's hoch. Hier geht's wieder raus. Na gut, hier geht's nicht raus. Dann geht es eben weiter hinein. Ist auch gut. Ich meine, eigentlich schade, wenn es jetzt schon wieder rausgehen würde, ne? Natürlich. Es geht wieder hinaus. Vielleicht geht's hier auch noch irgendwo hin. Nein. Es ist wirklich genau die Höhle, die ich gestern auch schon mal besucht habe. Eine der Höhlen. Da liegt ein großes Medipack rum. Ganz frech. Das habe ich letzte Woche gar nicht gesehen. Hier ist nochmal. Es ist ein anderer Wasserfall. Hier liegt noch mehr von dem Zeug. Sag mal. Ach, egal. Nee. Ich rede mich jetzt über dieses. Ihr wisst schon nicht mehr auf. Ich werde ihn noch nicht mehr mit den Namen verwenden. Gut, euch kann man nicht schieben. Ich will dorthin, wo ich herkam. Das war entweder hier oder hinten. Aber ich nehme an, das war hier. War es. Denn da oben gab es wirklich noch einen anderen Weg. Und den will ich auf jeden Fall noch abgehen. Denn er ist, naja, sagen wir mal, wahrscheinlich wichtig. Huhu! Und nochmal. Huhu! Ja. Huhu. Was ist das denn? Hier komme ich her. Hier komme ich nicht her. Hier müsste jetzt. Also hier war ich noch nicht. Das weiß ich. Und irgendwie will ich da nicht durch. Aber ich mach's trotzdem. Im letzten Part, das habe ich natürlich nicht gesagt, weil ich es gerade eben erst gemacht habe, werde ich die Save Games hochladen. What the hell? Ruhig, ruhig, ruhig. Seltsame Position momentan. Wow, warum warst du noch so hoch? Sorry, falls man mich im Anfang des Videos jetzt schwer hören konnte. Aber ich will nachher keinen Kommentar hören. Du hast die Soundeinstellung zu hoch gedreht. Zinsen nicht mehr. Oh, da ist schon wieder Scheiße. Und da liegt ein Tipp und da liegt ein Zettel. Auf dem was draufsteht. Den werde ich mir durchlesen. Was war das? Displacement. Watch out for the T-Rex and his little and his little mates. Never did figure out the big plants, but I think they need fertilizing before they will flower. Oh, by the way. There's unlimited ammo lying around the temple. You might need it. Also, dieser Ort, Mann! Warum auch immer er so anfängt. Pass auf den T-Rex auf. Und vor allem auch auf seine kleinen Begleiter. Wahrscheinlich wahrscheinlich sind das die Raptoren. Er hat niemals herausgefunden, was er mit den großen Pflanzen machen kann. Das sind wahrscheinlich die grünen, die wir letztens gesehen haben. Und es gibt anscheinend mehrere. Aber ich denke, sie benötigen Dünger, bevor sie blüten werden. Also, Fertilizing müsste eigentlich so düngen sein. Ja, naja. Also bevor sie blühen, müssen wir denen Dünger geben. Jetzt weiß ich ja, wofür die Scheiße ist. Oh, by the way, also, ja, ne? So zwischendurch, hier liegt irgendwo unbegrenzt Ammunition, also Munition im Tempel. Ich brauche es vielleicht. Und also hier gibt es einen T-Rex. Und ich sehe gerade mal.
Für einen T-Rex ist dieser Kackhaufen gar nicht mal so ungewöhnlich groß. Scheiße. Scheiße. Gut. Will uns der Autor sagen, der T-Rex kann uns hier überall noch erwischen? Ich hoffe nein. Geht es mal da hoch? Moment. Geht das? Es geht wahrscheinlich eh nicht. Nee. Aber der wackelnde Boden hat mir gesagt, hier ist irgendwo ein T-Rex. So komme ich bestimmt auch nicht drauf. Ist hier sonst noch irgendwas? Gibt es hier einen Ausgang? Wo war ich denn? Sachen. Oh. Das sieht interessant aus. Sieht doch glatt aus wie ein Medipack. Komm her. Komm zu Papa. Wunderbar. Wohin? Hier ist nichts. Da oben komme ich nicht rein. Also, das war auf jeden Fall hilfreich. Und ich frage mich, wofür ich drei Dünger brauche, wenn ich nur eine Blume zu düngen habe. Ja, vielleicht braucht es ja drei. Oder zwei. Oder vier. Oder fünf. Oder sechs. Oder sieben. Vielleicht sogar. Hoffen wir mal, dass es keine sieben sind. Gut. Dann schließe ich jetzt einfach mal draus, dass ich hierher komme. Hier komme ich her. Da muss ich da lang, ho, um wieder rüber zu kommen. Aber was, wofür denn? Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Scheiße. Und ich habe einen Zettel mit der Notiz, hier gibt es irgendwas, was mich zerfleischen will. Naja, okay, gut, dann das macht das Wohlbefinden in diesem Level noch viel schöner. Ich meine jetzt, ich meine, nee, ne? Und wahrscheinlich dauert das Spiel auch noch eine ganze Weile. Ich meine, ja, das Level ist wirklich groß. War das gerade? Boah, ich habe gerade gedacht, hier ist ein T-Rex. Kraschnack leidet von heute an Paranoia. Verfolgungswahn ist was Tolles. Warum bin ich hier hochgeklettert? Hier war ich schon mal. Hier gibt's nichts. Naja, gut. Ich kann immer noch wieder runter. Dann gab es hier nichts. Hier gibt es so viel nichts. Das habe ich doch letztes Mal geöffnet. Dich habe ich geöffnet. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo das war. Ich gehe einfach mal hier rein, weil es geht, weil ich es kann, weil ich es kann. Und wichtig. Wer baut in ein Headset eine Mute-Funktion ein? Ich habe gerade, ich habe nachgeguckt, 2 Stunden und 33 Minuten, 20 Minuten und 33 Sekunden aufgenommen. Hui. Ohne zu. Naja, ohne aufzunehmen. Au. Aber ich denke, ich kann das abkürzen. Ich muss erstmal wissen, was ich habe. Gut. Und ich muss kurz wissen, was ich hier habe. Wir haben über diese komische. Also, wir haben das letztes Mal schon gemacht. Haben wir so eine komische Tür, so eine Schiebetür nach oben geöffnet. Durch die sind wir durch einen langen, langweiligen sogar, Gang hier hochgekommen. Dann bin ich darüber gesprungen. Dann bin ich von dort aus da hoch geklettert und da müsste der nächste Speicherpunkt sein. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ja, dann bin ich darüber gesprungen. Gut, dass ich es auf gespeichert habe. Dann war ich hier oben und dann bin ich darüber gegangen und das gucken wir uns jetzt nochmal zusammen an, wie ich das gemacht habe. Sehen wir nämlich ein paar Gänge. So chronologisch ist jetzt alles wie im Film. Und ich lasse vielleicht die unwichtigen Sachen, die überhaupt gar nicht wichtig sind, raus. Kann allerdings nicht versprechen, dass ich. Nee, ich werde wahrscheinlich gar nicht mehr sagen können, was ich gesagt habe. Ich finde einen Laser-Sight und werde mir das gleich merken müssen. Pass gut auf. Okay, Fackel. Da ist die Brücke. Da oben. Gut, merken. Merken. Gucken Sie nochmal an.
Ach so, nee. Ja, Quatsch. Nein! Ja. Du. Die muss nachher brennen. Ich hatte doch eigentlich eine Fackel angemacht. Jetzt geht's wieder runter. Merkt euch diese Fackel. Ich weiß nicht, wo ich als nächstes so gespeichert habe. Guckt weg, wenn es irgendwo ist, wo nicht so ganz in der Nähe. Ah, ja, gut. Wo das ist, wisst ihr auch. Ich bin hier einfach hergelaufen, weil ich keine Ahnung mehr hatte, was ich jetzt machen muss. Das war hier. Also, ihr wisst ja, rumsuchen. Habe ich das hier aufgehoben? Cool. Ja, ich weiß, war eh unnötig. Und ich glaube, ich war schon auf dem Dach. Hab dort noch Muni. Habe ich nicht. Gut, machen wir noch. Ich bin hier ins Wasser. Habe nichts Neues entdeckt. Aber das hier. Also ich habe hinten in dem Gang nichts Neues entdeckt. Ich habe zuerst gedacht, ich habe was Neues entdeckt. Aber diesen Gang haben wir schon letztes Video gesehen. Also, ich habe einen viel zu stressigen Alltag, um noch irgendwie zu bemerken, was ich schon gemacht habe und was nicht. Fällt mir so auf. Ich glaube, das kommt durch den Stress. Was Stress nicht alles macht, macht den Graschnack kaputt. Der crasht Graschnack. Der crasht Grasch. Oh je, ist er schlecht. Oh je, ist er schlecht. Egal. Vielleicht bin ich still, weil ich mich konzentriere. Ja. Ich habe übrigens ausprobiert, was passiert, wenn ich da drauf springen will. Ich fall runter und sterbe. Was ist da drin? Nein! Ich habe die Gehentaste benutzt! Die Gehentaste zum Gehen! Warte, wo bin ich hier? Praktisch! Uiuiui. Jetzt will ich was ausprobieren. Wobei ich vielleicht noch kurz. Cool, ich sterb nicht. Holy! Holy shit. Okay, dich besuche ich nachher. Cool! Das war eigentlich eine total sinnlose Idee und sogar zum Scheitern verurteilt. Da oben komme ich nicht drauf und hier ist Revolvermunition. Genau die wollte ich nämlich noch holen. Denn wie ihr euch denken könnt, bekomme ich einen Revolver. Das war jetzt voll gespoilert, hätte sich keiner denken können. Wie viel Leben habe ich? Das kriege ich hin. Deshalb denn das Leben wird exponentiell abgezogen. Nö. Dich hat man gesehen, deswegen habe ich mich gerade eben nicht erschreckt. Nicht, weil ich hier schon mal war. Und ich frage mich immer noch, ob hier wirklich... Ich meine... Warum scheißt der kleine Dino immer neben den großen Dino? Wenn es wirklich für den großen ist. Naja, egal. Und warum raucht das Ding? Ist wohl frisch. Okay, genug darüber geredet. Komm ich hier hoch? Offensichtlich nein. Na gut. Hauptsache, ich komme hier wieder raus. Ich werde dich vermissen. Oh. Ich werde dich vermissen. Gang. Und ich glaube, man hätte eigentlich über den Weg da oben hier reinkommen sollen. Fail! So. Hab ich alles. Oh, das ist voll schlimm. Ich muss gerade das, was ich schon mal gemacht habe, überdenken und nochmal gucken, was ich zwischen zwei Zeitpunkten gemacht habe. Ich kann jetzt ja mal speichern. Jetzt 46. Nee, da war ich oben.
147, 148, hier mal gucken. Wo bin ich? Auf dem Dach. 149. Okay, ich weiß, wo ich hingehe und das war dämlich. Ich mach das von dem Punkt hier. Wenn ich ihn finde. Einer dieser Wasserfälle. Ich entscheide mich für den da. Nein, es ist der da. Es müsste der da sein. Das ist der nähere von den beiden. Zip. Denn das ist ja gar nicht so sinnlos. Man läuft ja nicht nur im Kreis. Man kann ja noch raus. Nach oben klettern. Und da geht es auch hoch. Jetzt könnte ich eigentlich wirklich laden. Naja, egal. Ich lade, wenn ich irgendwie sterben sollte. Ganz unerwartet. Ach ja, da drin ist immer noch nichts. Ich habe die letzte Folge nochmal reingeguckt. Und hier sehen wir uns nächste Folge wieder, denn ich habe mich hier ein bisschen umgeschaut und weiß auch, was passiert.